Aloha, na, wie ist... nee, das meine ich ernst. Hier, Morris, ich kaufe deinen Plan. Was für ein Plan, wofür denn? Ich war doch schon überall. Ich habe schon alles gemacht. Oh, was ist das denn? Ah, da, mit so einer Aktion komme ich schnell von den Tieren weg. Das ist... Oho, siehst du, man muss ja einfach nur einen Fehler begehen, um zwei andere auszumerzen. So ist es im Leben. Meistens andersrum. Und sonst? Ja, die Quantitäten stimmen da nicht so ganz. Wie wäre es, wenn ich von hier von hinten mal da lang gehe und dann einfach sage, guck mal. Ach, schau mal einer. Der misst doch was aus, der sucht doch was. Wer bist du überhaupt? Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Einen ordentlichen Tritt? Schnittverletzung? Zeig mir mal einen ordentlichen Tritt! Puh. Warte mal, nee. Schnittverletzungen? Diese Käfer machen die auch Schnittverletzungen? Wie viel Geld habe ich eigentlich? 155. Eine Perle. Ich habe doch da komplett alles ausgeräumt. Wo ist denn meine Rendite? Mal wieder gar nichts, ne? Ich habe mal wieder meinen Arsch umsonst aufgerissen hier. Und sogar gratis. Beides. Ah. Ich hätte mal den Pokal klauen müssen, aber da war ja diese prostituierte Dame. Dieses Freudenmädchen. Und das hätte mich sowieso nicht gelassen. Das hätte mich sonst in Grund und Boden ignoriert. Mein Gott, das muss man aber auch erstmal aushalten als Kerle. Das ist schlimm, Leute. Das ist ja sehr schlimm. Hier, schaut euch mal die Kiste an. Die habe ich noch nicht mitgenommen. Da ist wieder 15 Gold. 25. Ja. Sonst nichts. Wer packt diese Kisten dahin? Oh, ich habe eine Idee. Ich nehme einfach mal 15 Goldstücke und pack die hier in eine Kiste. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die ist, andere Leute nicht. Sieht man zwar schon am Wegesrand so ein bisschen, aber ist egal. So wie ein Kumpel von mir, der mal die glorreiche Idee hatte, sich, da waren wir noch, glaube ich, 15 oder so, und er wollte unbedingt Alkohol haben. Damals war das ja also, ne? Und dann kam er auf die glorreiche Idee, das von einem älteren Kumpel kaufen zu lassen, ne? Na, erstens. Dann hat er das Geld dann eben rüberwachsen lassen und das so, sollten seine Eltern ja nicht merken. Deswegen hat er, das eigentlich, da gehört man eigentlich schon für bestraft, so blöd ist das, hat er die auf dem Spielplatz in der Nähe ins Gebüsch gelegt. Da so eine Flasche Wodka und was nicht alles, ne? Und rate mal, was passiert ist. Dann sind wir da hin, es roch wirklich wie in so einem Schnapstempel und die Flaschen waren nicht mehr da. Beziehungsweise die waren doch da, aber die waren leer. Irgendjemand hat ausgekippt. Das ist schon witzig, ne? Und das sind so Sachen, die das Leben schreibt. Da hätte er eigentlich ein bisschen nachdenken müssen. Aber der lebt ja sowieso ein bisschen in zerrütteten Familienverhältnissen. Da war das ja noch witzig. Ja, lass mal einen saufen. Ja, saufen. Yeah. Ja, bekloppt eigentlich, ne? Wofür? Du machst doch deinen Körper damit kaputt. Und dann vor allen Dingen als 15-Jähriger. Da bist du ja noch im Wachstum. So ungern die das hören wollen. Okay. Das war die dreifache Barrel Roll Attack. So. Und jetzt kommt der Shooterino für... Leute, ich bin's langsam, ne? Ja, nochmal will das Universum nicht an uns zerstört werden. Wäre aber mal ganz geil, wenn ich ein bisschen mehr Schaden mit meiner Klinge machen würde. Das ist aber auch nur ein nützliches Beiwerk, ne? Geht ja hier nicht um was Sinnvolles. Was mache ich mit den Leuchtkugeln? Kann ich die eigentlich in meine Knarre stecken? Und dann andere Leute damit abschießen, die dann leuchten. So ein Leuchtspurgeschoss. Das ist witzig. Das ist sehr witzig. Und dann, hoho, guck mal hier, Christbaum. Und dann, ja, am Arsch Christbaum. Und dann explodiert der Christbaum. Bang! Ja, ja, ich bin gerade wieder so. Ich weiß. Ich weiß. Und das muss ich nutzen. Wenn ich richtig Bock habe, dann mache ich das hier auch. Ja, guck mal hier. Diese, was ist das für eine Maki-Beere? Das sieht aus wie so eine ausgekotzte Raupe. Ekelig. Wieso kann ich mich hier nicht so hochhangeln? Einfach so raufklettern? So wie beim zweiten Fluch der Karibik. Kann auch der dritte gewesen sein. Die kann kein Mensch auseinanderhalten. Doch, eigentlich schon. Also der erste gut, zweiter auch, dritte auch. Vierte wieder schlecht. Sehr schlecht. Ich hoffe mal, der fünfte ist was. Naja. Der vierte war auch quasi nicht existent, ne? Da hat auch keiner drüber geredet.
Also so von wegen, ach guck mal hier, neuer Fluch der Karibik, Mann, mach Sachen, ist ja geil. Auch von der Marketingabteilung her, ne? Die haben gewusst, oh oh, wenn wir den jetzt hier loben, dann verlieren wir ja unsere Glaubwürdigkeit von jetzt bis an unser Lebensende. Dann lass den einfach mal so ein bisschen nicht so bewerben und der nächste, da machen wir dann wieder. Dann machen wir ein Build of Nine Gag, so dass der 2017 erscheinen soll und dann ist in Ordnung. War doch 2017, oder? Siehst du, dann sind alle gehypt und dann geht's. Ja, da muss man aber auch liefern, ne? So wie Matrix 2 und 3. Da hat auch keiner gesagt, boah, geil, guck mal, der neue Film hier, richtig schön. Nee, ist einfach nicht passiert. Oh, Affen! Warte mal, so ein Äffchen kann man sich dann ranlocken, oder was? Oh, die werfen. Ich hätte gerne so einen Affen. Auch nur, um andere Leute zu ärgern. Oh, die Affen, die haben ja richtig was drauf. Und diese Affenmusik hier. Ich werde jetzt mit dem Affen zu... Hier, Achtung! Bam! Eieiei. So, Leute, jetzt aber Dicks out, ne? Das ist wichtig. Da gibt es ja auch Gorillas. Kann ich nicht umbringen. Das geht nicht. Wir sind ja nicht in Cincinnati. Das machen wir nicht. Arme Gorillas. Dicks out for Rumble. Oh, wenn ihr jetzt ganz still seid... Dann könnt ihr hören, wie unsere Nachbarin wegfährt. Ich weiß nicht, was das für ein Auto ist, die hat. Das ist auch so schlimm. Jetzt, wo der Zigarettenauto... Habe ich erzählt? Wo der eine Kies jetzt zu hat? Da muss sie leider immer mit dem Auto fahren, wenn sie Season haben möchte. Ist der nächste zwar nur, weiß ich, 100, 200 Meter weiter, aber, ne? Wenn man ein Auto hat, dann soll man es auch nutzen. Meine Reden. Deswegen, Erderwärmung gibt es ja auch gar nicht. Alles... Eine Lüge. Ach, guck mal, ich kann hier schnell... Ich kann schnell reisen. Das ist ja... Boah. Leute, das ist die Zukunft. Schnell reisen ohne Teleporter. Das... Boah. Macht ja auch Sinn, ne? Ich muss ja nicht bei allem dabei sein. Das war eine gute Neuerung. Also, das finde ich schön. Ich meine, es wäre ja sonst auch passiert, dass man da lang gegangen wäre. Aber man hätte es halt nicht mitgekriegt. Tja... Ein rohes Fleisch von einem Tier, das ich vor 100 Jahren erlegt habe und das den ganzen Tag in der Sonne lag. Nur ist in Ordnung. Ich meine, ich muss es ja nicht essen, ich muss es ja nur verkaufen. Ich sag einfach, ach, dieser Pelz da drauf, das ist Bonus. Das ist für Geschmack, ist gut. Das macht Spaß. So ein bisschen Pelz beim Essen ist doch gut. Hier, guckt euch das mal an. Da muss ich mal hingucken. Das ist wichtig. Hallo, jetzt mal aufmachen hier. Aufmachen. Patty, kann ich mit dir über das reden, was ich hier gerade sehe? Wie mache ich mich? Naja. Wir haben ja aber auch schon eine Menge abgepflückt jetzt hier, ne? Normalerweise mache ich ja hier so ein bisschen die Hänsel- und Gretel-Taktik, also umgekehrt. Alles mitnehmen, sodass ich dann hinterher weiß, wo ich schon gewesen bin. Achtung, Schweinealarm. Und bang! Jetzt muss ich mich aber hier fertilisieren. Ist immer gut, wenn Paddy gegen mehrere kämpft. Dann muss ich immer nur gegen eins. Weil die Warzenschweine an sich ja schon... Die sind ja eigentlich nette Kerle, ne? Aber manchmal sind sie auch gefährlich. Zum Beispiel jetzt. Boah, hast du damit nicht gerechnet, ne? Ich auch nicht. Vielleicht wird er durch meine Rolleskapaden hier ein bisschen verwirrt. Dann kann ich zustimmen. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. So. Achtung! Boah! It's John Cena. Ich bin aber sehr froh, dass es bei den ganzen Piranha Bytes Spielen nie so etwas gab wie... zu viel tragen, nicht mehr richtig laufen können, weil zu schwer und so ein Blödsinn. Das bin ich sehr froh, dass das nicht geht. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Mein Gott. Du willst jetzt die ganze Welt hier mitnehmen. Das, ist doch, das gehört doch irgendwie dazu. Das ging mir auch schon bei diesen Elder Scrolls Spielen so richtig auf den Zeiger. Dann, ja, ja, du trägst jetzt eine Rüstung. Jetzt hast du noch Platz für zwei Radieschen und vielleicht eine halbe Flasche Limo. Aber nur, wenn es PET ist. Glasflasche ist zu schwer. Und dann, Weißt du, so ein Typ wie ein Bär, ne? 3 Meter groß, 4 Meter breit, so einer. Und dann kann er nicht so viele Sachen mitnehmen, weil das zu schwer ist. Ja, nee.
Also so gar nicht. Das ist bei MMORPGs, so ist es, verstehe ich. Ich meine, trotzdem, bei Ragnarok damals ging mir das auch schon immer auf den Zeiger, dass er nicht was mitnehmen konnte. Vor allen Dingen, wenn du einen Zauberer spielst, dann geht das, skaliert das mal wieder mit Stärke, wie viel du mitnehmen kannst, was auch logisch ist. Aber dann ist da so ein schmallumpiger Stoffträger dabei und der kann natürlich nichts mitnehmen, ne? Da ist bei dem schon nach, sagen wir mal, zwei Schriftrollen und dann eine Flasche Wasser ist schon Schluss. Die klemmt er sich noch so unter den Arm, kann er langsam mal nur mit laufen. Aber dann ist Ende. Ich meine, es ist ja logisch, ne? Aber es nervt. Es nervt. Manchmal freut man sich doch in Spielen, dass es einfach unlogisch ist. Zum Beispiel diesen Affen erschießen, mit, wenn er 30 cm davor steht. Das ist auch unlogisch, aber ich freue mich darüber. Das ist gut. Lass den armen Affen nur leben. Leute, jetzt wieder Dick Out gleich. Achtung, jetzt. Dick Out. Habt ihr? Habt ihr. Siehst du, ich kann jetzt hier die Krallen mitnehmen. Das ging ohne die Knochensäge nicht. So, sag ich jetzt. Das ging ohne Knochensäge nicht. So. Ich kann jetzt die Affenkrallen mitnehmen. Dafür haben wir doch schon mal eine gelungene Investition getätigt. Und, pass auf, der Witz ist, wenn wir die jetzt... Was kostet so eine Affenkralle? Jetzt mal gucken. Seekarte, ne, ne. Gibt es auch andere Inseln als die hier? Bestimmt. So, Inventar, Plunder, Affenkralle. Affenkralle kostet 15 Euro. Das heißt, wenn wir... Wie viele Affenkrallen? 10 Affenkrallen. Dann haben wir amortisiert. Ist cool. Dann haben wir amortisiert. Googelt ihr alle, was das heißt. Dann seht ihr, aha. Wenn wir 15 von den Dingern verkaufen, wir haben 150 für die Knochensäge bezahlt, glaube ich. Oder weniger, weiß ich jetzt gerade nicht. Wo ist sie denn? Da. Gold wäre zwar, im Laden war sie teurer. Und wenn wir 15, wenn wir 10 verkauft haben, haben wir 150, sind wir break-even, Arsch über Latte. Und danach machen wir Plus, das wollte ich sagen. Man hat mir gesagt, ich soll nicht immer so viele Fremdwörter verwenden. Ja, stimmt. Aber ist mir egal. Hier, zum Beispiel Wildschwein erschießen, ne? Warzenschwein, ich kann doch nicht mal lesen. Wo ist die Sau? Da wird ja auch Heller von Sinn nicht mehr helfen. Jek, jek, jek. Hört man mich noch? Neben der Musik hier? Stimmt nicht. Die Stimmen sind immer so leise und die Musik so laut. Könnte... ein Marvel-Film sein. Ja, Leute, das ist doch heutzutage immer so. Es ärgert mich. Wenn du zu Hause was guckst. Tagsüber ist kein Problem, aber guck mal was nach 22 Uhr, wenn andere Leute bei dir im Haus schon schlafen und du die ja auch nicht nerven willst, ne? Weil du ja ein richtig netter Mitbürger bist. Ich habe noch Grog übrig. Ich habe noch Grog übrig. Wieso solltest du Grog haben? Hau ab. Das mache ich nicht. Oh, ein Pokal. Ich war hier nur am Spleasen. Ist hier hinter dem Wasserfall was? Leute, das ist eine Pirateninsel. Da muss hinter jedem Wasserfall eine Goldgrube liegen. Das ist doch Fakt. Das muss so. Muss man wissen. Wie ist das eigentlich so kartenmäßig? Wo bin ich denn gerade? Ach, da bin ich. Ja, ne? Interessant. Solange ich nicht diesem Buschvolk hier über den Weg laufe, ist alles hier normal. Aber ich glaube, da waren ein paar, wenn wir in diese Richtung gehen. Oder in diese. Ui! Nee. Das ist alles noch sehr, sehr easy hier. Gehen wir mal hier lang. Da hinten ist ein Turm. Vielleicht geben die uns ja irgendwas, was wir brauchen. Brot, was zu essen, Schnaps. Vielleicht... so einen guten Jahrgangswein und ein bisschen Käse dazu. Vielleicht auch noch so ein paar Weintrauben. Ohne Stein. Jacks Turm gefunden. Ja, ne? Und was wir bei Jacks Turm machen, das erfahrt ihr morgen. Bis dann. Tschüss. Dein Zeit, dein Essen. Njam, njam, njam.